Wenn er taucht. Wann soll er denn tauchen? Der ist doch nicht als Taucher da engagiert, der ist doch als Präsident dabei. Kann doch aber tauchen, Melamors. Ja. James Bond taucht doch auch. Ja, aber er ist doch gar nicht James aber Bond. Aber er ist besser als James Bond, oder wird er wohl mit dem Bolego Gregos mal tauchen? Ja. Wenn er weißt mal, du was? Wenn er mal Urlaub macht vielleicht. Aber im Normal sitzt er doch am Schreibtisch und... Er wird das machen, weil er das kann und weil er dort sich mal um Sachen kümmert, wo sich bislang noch keiner um gekümmert hat. Was, das ist auch zum was... Zum Beispiel die Andreas-Spalte, die gehört ja wohl zu Amerika dazu. Da ist so immer Gefahr angesorgt, weil die sich bewegt und wackelt und so weiter. Was soll das denn sein? Die Andreas-Spalte vor San Francisco, wo sie immer so... Ach, im Meer oder im was? Im Meer unten drin. Da taucht er mit dem Bolego-Gürtel von den Tiere, von den Geckos. Taucht er runter und dann stützt er die mit den Strommasten. Die mit der Thomas-Problematik. Thomas-Stoll-Problematik. Hä? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Er taucht da runter als einzelner Butschi und hält da eine Spalte auf, oder was? Oder was? Er dichtet die ab, er stürzt sie ab. Er dichtet die ab, ja sicher. Natürlich, ist mir klar. Das macht er. Ist mir klar. Du redest mir das nicht aus. Und hat er auch so einen Umhang um, so einen roten. Hier ist super Barack, oder was? Sag mal. Ist nicht schlecht, ne? Mit einem Atomkoffer taucht er da runter, ne? Weil du Eisbär Knut wird angelernt von Peter Sodern. Ja. Das als Schnüffler. Das ist ein Schnüffler. Aha. Ein Eisbär ist ein reiner Schnüffler mit seiner Brokatnase. Was für ein Ding? Da hat er eine Brokatnase. Es ist eine Brokatnase aus Holzleder. Eine Brokatnase. Aus Holzleder? Aus Holzleder ist sie, ne? Mhm. Ja, komm, ich klopf mal ein bisschen. Jetzt warte mal bitte. Warte mal bitte. Dann ist das von der Psychologie auch, dass man mal sagt, wenn man die denn wegnimmt, ne? Und guckt die dann an. Dann ist er auf der Gewürzgurke selber schon so ein bisschen, die ist so pickelig oben, ne? Hast du mal gesehen? Ja. Dass man dann sagt, hier, da springt praktisch der Gesichtspickel auf die Gurke über. Ach. Und dann kann sie ihn auf der Gurke ausdrücken, oder was? Ja, das ist eher von der Haltung jetzt. Dass man sagt, das ist was Feines, dass ich sowas habe. Und dann können sie, wenn das alle ist, mal sorgen, dann können sie doch können sie das auch noch so zerstößen. Schildkröte, du sollst nicht lachen. Das gehört nicht ins Konzept. Was? Wie die Gurke zerstößen. Du hast ja richtig einen an der Marmel. Wieso? Nein. Das ist doch. Du legst dir doch nicht eine ganze Gurke ins Gesicht. Oder meinst du hier so einen Cornichon oder was? Ja, genau, ein Cornichon. So eine Lütte, oder? Ein Cornichon. Ein reines Cornichon. So, und dann machst du einen Doppeltest. Dann kaufst du dir mal Sorgen, dann wählen sie dich, ne? Den muss ich mir auch noch kaufen. Oder krieg den von der Post auch noch dazu. Von der Post? Oh, nee, die Post hat doch keine Wellensittiche. Du bist ein Spinner. So, dann kaufst du dir einen Wellensittich. Jetzt pass mal auf. So, und dann stellst du den noch hin. Und dann legst du um den Wellensittich rum vier von den Hühnern, mal sagen. So als so eine Art Burg. Eine Hühnerburg. Burg. So, und dann wartest du 10 Tage ab. Eine Burg. Und wenn dann, mal warte sagen... Mal, warte mal, ich mach eine Burg. Eine Burg aus 4 Hühnern. Aus 4 Hühnern? Ja. Und in der Mitte ist der Wellensittich. Ja, und der auf die Stange auf. Und der steht da so, die stehen ja nur rum, die machen ja nichts. Der haut auch nicht ab. Den bindest du da fest. Ist ja egal. Auf jeden Fall. Jetzt pass auf. So, und dann steht er da. Und dann lässt du den da jetzt 10 Tage in den Hühner drinne. Ne? Den Wellensittich. So. So, und dann habe ich mich noch gleichzeitig geimpft. Außerdem ist das praktisch. Ich habe mich in eine Badewanne reingelegt und dann habe ich schön mit mal sagen, in eine Hühnerbrühe habe ich mich gewandelt. Ich habe mich gewandelt. Es ist ein reiner Kälteschutz. Oh. So, und dann habe ich noch mal sagen, eine Impfung genommen. Duschst du dich danach ab eigentlich, sag mal? Duschst du denn noch? Na, das darf man nicht. Dann geht das ja weg. Dann geht das. Ich mache nur die Nudeln ab und duschen und so weiter. Mach mir mal noch ein Bier und lach doch nicht über. So, und dann habe ich noch einen Brühwürfel geschluckt, als Impfung jetzt. Gib mir mal bitte noch ein Bier. Gib mir mal ein Bier. So. Pumps. Warte mal. Reine Pumps. Und weiß, wie man die wegnehmen wollte?
Ein Mann? Ja. Ein Mann mit Pumps? Ja. Andy Borg. Das stimmt, mein Grünmann, das stimmt wirklich. Halt die Klappe, ich hab Feierabend. Du kannst nicht über weg jetzt, ne? Das war so, ich habe ein Bild in der Bildzeitung gesehen, deswegen heißt die Bildzeitung auch Bildzeitung, weil sie nämlich Bilder zeigt. Da sind Bilder drin, ne? Ja, eigentlich müsste sie Bildzeitung heißen. 'Zornstocher, du nimmst die Fähnchen. Die gibst doch noch mit Nationalfähnchen. Dann machst du einen Europameisterschaftsschneck draus, mein Engelmann. Aber wieso denn mit Mücken? Wer will denn Mücken essen? Hast du schon mal eine Mücke essen sehen? Wer will denn das überhaupt? Motorradfahrer, die sind angewohnt. Ich muss einen Arzt anrufen. Das hat keinen Sinn mehr. Ich kann nicht mehr. Nee. Oh, was für ein Scheiß, du. Oder? Hä? Aber das ist alles wahr, ich sag dir das. Aber ich hab das Waschbärbett gefunden, wo die sich schön muggelig jetzt nur sorgen nachts aufhalten. Ne? Hast du eigentlich eine Ahnung, wie groß ein Waschbär ist? Waschbär? Ja, ich glaube, der ist ein bisschen zu groß, dass er da unten hinpasst. Ich weiß aber, dass das und ein Waschbär war. Und dann eine ganze Familie davon, mit Kindern und allen. Nee. Hör auf, du. Das ist lustig, aber das perlt ja auch das Bier. Weißt du, warum? Sag mal. Jetzt Ingo, mal ernsthaft, weißt du, warum ich das weiß? Dass da eine Waschbärfamilie wohnt? Wegen dem muggeligen Bett. Das waren zwei alte Lappen, die da lagen. Da hat sich der Waschbär ein Bett gebaut. Aus zwei Lappen? Oh, nee. Und das hat gerochen, der Waschbär. Aus zwei genauso, solchen Dingen? Mit allen Bakterien, genauso war das. Da sind keine Bakterien dran. Aber weißt du was? Moment. Ich habe es am Geruch erkannt, dass es eine Waschbärfamilie ist. Es war eine reine Geruchserkennung. Das ist das Gerät hier. Das hat er selber mitgehabt. Das hat er mir gegeben, das war mit in Raumschiff drin, hat er gesagt. Das ist doch ein Handtuchhalter, du Spinner, das sehe ich doch sofort. Das ist doch kein Handtuchhalter, das ist ein ganz kompliziertes Gerät von der ESA erfunden und so. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Hat er gesagt, der scheiß mich doch nicht. Das gibt's ja noch zu lernen. So, pass mal auf jetzt, mein Ingo. Also ich soll ja nicht mal... Nein, das ist mein Gerät. Gib mir das weg, bitte. Das ist mein Gerät. Das gebe ich dir nicht. So, jetzt pass auf. Er hat mir genau gesagt, das kann das nämlich rausfühlen, wo das ist. Das kann das rausfühlen? Das Pech. Ja, wie so eine Wünschelrute oder so. Sag mal, das ist jetzt nicht... Das kannst du dir mal als Antenne auf den Kopf schrauben. So geht das. So muss man da irgendwo in die Ecken gehen. Weißt du, was man im Ingo, hast du das abgelesen? Jetzt muss morgen stand auch in der Bildzeitung drin. Jetzt hier muss morgen wahrscheinlich die erste Steuersenkung jetzt, ne? Jetzt überhaupt, die kommen in 1000 Jahren, ne? Stand in der Bildzeitung. In was? In 1000 Jahren? Haben sie aufgerechnet, ne? Aha. Ne? Und dann muss ich auch nicht mehr drauf warten, ne? Ich hab mir überlegt, wer denn doch von den Leuten, die das heute zur Kenntnis nehmen, so überhaupt zumindest theoretisch eine Chance hat, doch nochmal eine Mark von abzubeißen. Da gibt's nur einen. Hieß das, ne? Ja. Das ist richtig. Der schafft das, ne? Das glaube ich auch. Aber weißt du was? Hier, ist noch ein Bier. Ja, mach mal noch einen klar jetzt. Ne? Das ist die beste Zeit jetzt. Ne?